Ich habe einen Text mitgebracht und zwar habe ich da die Themen verarbeitet, sehr große, sehr existenzielle Thematiken, Kunst auf der einen Seite und Demokratie auf der anderen. Und ich dachte mir, ja, ich schreibe dazu mal einen Text. Dann ist mir währenddessen aufgefallen, das ist gar nicht so leicht. Und ich habe dazu sehr viele Gedanken und so kleine Essenz, die übrig geblieben ist, um sie in 5 Minuten zu äußern, die ist in diesem Text festgehalten. Diese heißt Kunstereignis und geht wie folgt. Ein Herzschlag, ein Klang, ein Vokal, ein Wort, ein Schritt, eigenständiges Laufen, ein Heranwachsen, um die Welt irgendwann zu verstehen. Ein erstes Bild, Zeichnungen von roten Wachsstiften, ein stolzes Präsentieren abstrakter Linien auf dem zerfurchten Papier. Das erste Kunstwerk einer neuen Generation. Ein Anfang für den Auftakt einer anderen Welt, in der zukünftig die Kunst in jedem Blickwinkel Geschichten erzählen wird. Jahre später, dann das erste Mal im Kunstunterricht die Wasserfarben mischen, bis das Petrolgrün schäumt. Der erste, viel zu zaghafte Strich auf einer Leinwand. Die Routine, die hektischen, mutigen Striche, bunte Flecken benässen das Stativ. Zum ersten Mal eine Wertung für etwas Unwertbares bekommen, den Kunstunterricht für immer hassen, anfangen, Kunst zu hassen, gegen die eigenen Zwänge rebellieren. Zum ersten Mal in ein Museum gehen. Große Hände nehmen vielleicht zum letzten Mal die kindliche Hand, bevor daraus eine Jugendliche wird und dann irgendwann die einer erwachsenen Person. Große Erzählungen aus einem vertrauten Mund über Werke, die im Stillstand Bewegungen festhalten, Geschichten artifizieren. Die Begeisterung für einen vertrauten Namen, hohe Gänge, in denen die Schritte hallen, leises Flüstern gleich dem Geräusch von Nieselregen. Die Verwunderung, wie wenige Gemälde einen Raum mit ihrer Präsenz füllen können. Und dann? Ja, dann dieser eine Moment, der jeden Gegenwartsbezug bricht. Dieses Gefühl, erstmals zu verstehen, warum Menschen minutenlang ohne Bewegung in einer fragenden Haltung vor nur einem Gemälde stehen. Diese Gefühle in der Magengegend, diese feinsten Partikel, tiefsten Emotionen, die sich über die äußeren Poren der obersten Hautschicht stülpen, die Striche, die Kompositionen der Farben, dieser Rausch der Ästhetik auf der einen Leinwand, beidseitig gefangen im selben Raum, kollidierend mit ein und derselben Zeitachse, die Epoche der gegenwärtigen Welt bricht für einen Augenblick, die Szenerie reißt für einen Moment ab, treibt, wirft ein und nimmt. An jenem Ort, zwischen hohen Decken, leisem Atem, vorübergehender Blicke, dort wurde ein Kunsterlebnis erfahren. Es öffnete temporär den Blick wie ein Schlüsselloch, ein Einblick in eine Teilsequenz demokratischer Geschichte. Der Malende erzählt ohne jede Sprache seine schönste Symphonie, weckt Gefühle, gab Antworten oder ließ 1000 Fragen im Inneren brechen. Kunsterlebnisse schenken einen persönlichen Blickwinkel auf die Gesellschaft. Die Kunstschaffenden präsentieren fremde Welten. Die Augen werden in Ecken gerichtet, die unter zu vielen Schichten von Bedeutungslosigkeit lagen, um sie zu sehen. Kunst sind wie neuronale Netze im Puls der Zeit. Sie erinnern an Gefühle der Geschichte, halten eine Stimmung fest, lassen die Ästhetik von Ereignissen erzählen. Kunst ist die Bildung der Bevölkerung. Sie ermöglicht, durch den Blick des anderen zu gehen. Sie ist zugänglich, auch nur ohne ein Wort von Kunstgeschichte zu verstehen. Sie regt ein individuelles Gefühl, welches manchmal kein Wort, kein Satz, kein Text in Form bringen kann. Kunst ist ein Vehikel, um die eigene Freiheit zu erfahren. Sie kann ohne Sprache versprechen, was in der Gegenwart niemals eingehalten werden kann. Kunst ist die Freiheit, das Innerste nach außen zu kehren. Sie ist ein stetiger Begleiter, benetzt die gesamte Iris mit ihrem Blick. Kunst ist der Baum außerhalb des Fensterglases, die Schweißperle auf deiner Haut, die Gemälde von Kirchner, Laserstein oder Dix. Gemälde sind bildliche Chronologien der historischen Geschichte, eröffnen den Dialog zwischen den Epochen, verbildlichen die Entstehung unserer modernen Demokratie. Kunst ist mehr als ein Luxusgut. Verschwinden Gemälde von den hohen Wänden der Museen, gleicht es einem Vorboten für eine fallende Demokratie. Die künstlerische Freiheit weckt den Zorn der Autokraten, denn sie ist eine Instanz, die niemals reguliert werden kann.
Sie reißt die Masken von den Konturen der abwendenden Blicke, richtet die Augenpaare auf die Verbrechen der präsenten Zeit. Sie eröffnet ein Panorama auf die Verbrechen der Vergangenheit. Ohne eine freie Kunst entsteht keine freie Kritik, keine freie Demokratie. Kunst ist der kritische Begleiter des Parlaments, ordnet ein, bewertet neu, stellt die unangenehmen Fragen, zeigt die prekären Blickwinkel der verborgenen Verhältnisse, wirft den Ausschnitt auf das Schöne. Die pure Ästhetik im Farben von einem Rahmen gehalten. Kunst ist mehr als ein Gefühl, aber schafft es immer wieder unter die Poren der Haut, um ein Stück im Raum zwischen den Gemälden zu lassen, um im Austausch einen neuen Blickwinkel im Korpus vorzutragen. Für kollektive Kunsterlebnisse, ohne die Fesseln der Sprache. Kunst ist der Impuls aller Zeiten, für immer im Rahmen von Ölen, Aquarellen oder Acryl getragen. Kunst erzählt uns vom Gestern und weiß manchmal bereits, was morgen ist. Kunst ist frei. Kunst ist der Zeitgeist der Demokratie. Dankeschön.